Salut zusammen zu Tony TV. Ich reagiere wieder mal auf den Coast oder den Simpson Ride. Und ja, wir schauen mal in Springfield rein. Bewerte nach am Schluss dann wieder von 0 bis 10. Nö. Sieht schon mal noch gut aus von oben so auf den ersten Moment. Ein bisschen kahl überall, aber vielleicht hat Erbauer das auch so wählen. Da sind wir auch jetzt schon drin. Ah, das ist der Laden da, wo der. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt. Schule. Bart sprengt wieder die Schuhe in die Luft. Und Lisa lernt wieder mal. Aber es ist krass, wie er die Figuren noch angebracht hat. Weil es gibt ja keine Simpsons-Figuren da drin, die hat er alles selber gemacht. Aber es ist halt nur ein paar Stellen kahl. Der macht wieder nur Scheiße, der Homer. Da weiß ich gar nicht, wer das jetzt sieht. Vielleicht Wäscheanlage. Wahrscheinlich wieder zu viel Bier getrunken. Dass er wieder im Spital liegt. Aber es ist da links mit dem Ding, sieht es wieder gut aus, mit dem Hakenbänkli. So schön klassisch. Im Maus in die Bar gehen wir jetzt rein. Ja, beim Großen und Ganzen sieht er gut aus. Vor allem, wie er die Figuren gemacht hat. Wahrscheinlich mit
Erde oder keine, nein, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Und da vorne schaut der Flanders noch über den Garten. Und dann wären wir da wieder am Schluss, wo die am Fernseher hocken. Wenn ich müsste bewerten müsste, würde ich gerade ein 7 von 10 geben, weil ja, irgendwie ist alles so ein bisschen kahl gebaut und es hat mich nicht gerade irgendwie auf eine Fahrt mitgenommen. Und so, aber es ist trotzdem auch gut gewesen. Man hat ein paar Sachen gesehen und da habe ich eben wenigstens 7 Punkte gegeben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Coaster-Video.